Ich würde Ihnen gerne noch ein zweites Beispiel zeigen zum Modellvergleich. Und hier geht es um Münzen. Also stellen Sie sich vor, dass die in einem Land die Geldmünzen in fünf verschiedenen Prägeanstalten hergestellt werden. Und zwar jeweils zu gleichen Teilen. Also jede Prägeanstalt produziert ein Fünftel der aller Münzen, die im Umlauf sind in diesem Land. Und in vier von fünf Prägeanstalten läuft die Produktion fehlerfrei, und fehlerfreie Münzen bedeuten insbesondere, dass bei einem Münzwurf die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl, die Wahrscheinlichkeiten gleich sind, also beide ein halb. Es gibt aber eine Prägeanstalt mit Produktionsproblemen. Ja, und da kommen Münzen heraus, in denen vielleicht die Gewichte irgendwie ungleich verteilt sind, dass die Dichte nicht einheitlich, nicht homogen. Also die sind irgendwie so ein bisschen, haben so eine Imbalance. Und das führt dazu in der Konsequenz, dass wenn Sie diese Münzen werfen, diese fehlerhaften Münzen, dann sind die Wahrscheinlichkeiten für Kopf und Zahl eben nicht mehr gleich, sondern ja, die Wahrscheinlichkeit die für Kopf kann irgendwo zwischen 10 und 90% schwanken, und spiegelbildlich die Wahrscheinlichkeit für Zahl kann dann auch im Bereich zwischen 10 und 90% schwanken. So, und jetzt haben Sie in Ihrem Portemonnaie haben Sie eine Münze, und die werfen Sie 100 Mal. Und Sie finden 60 Mal Kopf. Und die Frage ist, stammt diese Münze in Ihrem Portemonnaie aus einer fehlerhaften Produktion? Sie würden ja erwarten, bei einer perfekten Münze, bei einer fehlerfreien Münze, ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf ein halb. Und deswegen sollte, ist die erwartete Anzahl von Kopf, wenn Sie 100 Mal werfen, ist 50. Und es ist natürlich so, da kann es statistische zufällige Schwankungen geben. Ja, Sie wissen, die Anzahl der Erfolge, der Anzahl Kopf bei 100 unabhängigen Würfen, die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Anzahlen, die Sie dann finden, Anzahlen der Erfolge, werden beschrieben durch eine Binomialverteilung. Und die hat zwar ihren Gipfel bei 50, aber hat natürlich auch eine gewisse Breite, und es kann auch vorkommen, kann durchaus passieren, dass Sie dann auch 60 Mal Kopf finden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Also dieser Befund bedeutet jetzt nicht zwingend, dass die Münze fehlerhaft ist. Aber ist vielleicht ein kleines Indiz, ja? Und die Frage ist, ist das schwerwiegend genug, um zu sagen, diese Münze ist fehlerhaft? Also versuchen wir uns mal dem bisschen systematisch zu nähern. Es sind hier zwei Hypothesen im Spiel. Die erste Hypothese lautet, das ist die einfachere von den Hypothesen, das ist eine faire Münze, die kommt aus fehlerfreier Produktion, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf ein halb. Und das ist fix. Also wenn ich weiß, die Münze ist fehlerfrei, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf ein halb. Und ich kann das jetzt nicht mehr aufgrund einer Stichprobe irgendwie anpassen, ja? Das ist einfach so bei einer perfekten Münze. Die rivalisierende Hypothese lautet, diese Münze kommt aus fehlerhafter Produktion. Die Wahrscheinlichkeit für Kopf ist also nicht von vornherein bekannt, sondern die kann irgendwo schwanken zwischen 10% und 90%. Also die Wahrscheinlichkeit für Kopf, wenn ich die mal P nenne, diese als Parameter P, dann darf ich den auch so anpassen, dass er halt optimal zu den beobachteten Häufigkeiten passt. Ja, ich habe also hier in dieser zweiten Hypothese
einen frei wählbaren Parameter p, nämlich die Wahrscheinlichkeit für Kopf. Ist nicht von vornherein klar, dass p gleich 1/2 ist. Diese Hypothese b, das ist ja die kompliziertere von den beiden, weil sie halt einen Parameter enthält, den ich anpassen kann an die Daten. Dazu noch so ein paar Bemerkungen. Also der von vornherein erlaubte Bereich für p ist gegeben, ist in der Aufgabenstellung gegeben zwischen 10% und 90%. Der hatte also eine Breite groß Delta p von 0,8. Wenn ich jetzt im Fall B einen Wert gewählt habe für den Parameter p, dann berechne ich die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Häufigkeit von Kopf, also für die Daten d, gegeben ein gewählter Wert für p und in diesem Modell b, mithilfe der Binomialverteilung. Also das ist, die Daten bestehen aus der Häufigkeit von Kopf, nenne ich k, das sind jetzt in dem Fall, also in der Stichprobe habe ich 60 mal Kopf gefunden, gegeben die Häufigkeit, also die Anzahl meiner Versuche n, das war 100 und eben mein Parameterwert p. Und das, wie bereits erwähnt, das gehorcht einer Binomialverteilung. Nun ist die Zahl der Versuche 100 schon einigermaßen groß und erlaubt es mir zumindest näherungsweise, die Binomialverteilung anzunähern durch eine Gauss-Verteilung. Ich kann also sagen, das ist ungefähr eine Gauss-Verteilung für k, um den Erwartungswert n mal p herum. Mit einer bestimmten Breite Sigma, die bei der Binomialverteilung gegeben ist durch die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Also so ist, sieht näherungsweise unsere Likelihood-Funktion aus im Modell b für einen bestimmten Parameterwert p. Und wir sind jetzt wieder auf vertrautem Terrain. Wir haben das angenähert durch eine Gauss-Verteilung und das ist ja die Art von Verteilung, mit der wir bisher argumentiert haben. Jetzt können wir diese Gauss-Verteilung, diese e-Funktion, die können wir, da können wir den Exponenten ein kleines bisschen umschreiben. Wir können im Zähler einen Faktor n herausziehen. Der ist dann, also aus der Klammer im Zähler einen Faktor n herausziehen. Dann gibt es ein n Quadrat durch das Quadrat. Können den runterholen in den Nenner, diesen Faktor. Und für das Sigma Quadrat setzen wir auch die Formel ein, np mal 1 minus p. Und dann ergibt sich eine etwas andere Form für die e-Funktion. E hoch minus und dann kn, k durch n minus p in Klammer zum Quadrat durch und dann der Nenner, der dort angegeben ist. Im Zähler können wir auch, weil es quadriert wird, können wir auch die Reihenfolge umdrehen, könnten auch schreiben p minus k durch n in Klammern zum Quadrat. Und dann sieht das aus wie eine Gauss-Verteilung für p, also nicht mehr für k, sondern für p, um das Zentrum k durch n, also die beobachtete relative Häufigkeit von Kopf. Das ist das Zentrum dieser Gauss-Verteilung für p. Und die Breite dieser Gauss-Verteilung für p, das ist die Wurzel aus dem Ausdruck im Nenner ohne die 2. Ja. Also wir haben jetzt diese e-Funktion so ein bisschen uminterpretiert. Ja. Ursprünglich war das eine, beschrieb das eine Gauss-Verteilung für k, um den Erwartungswert n mal p. Und jetzt haben wir das ein bisschen umgeschrieben und jetzt hat es die Form
einer Gauß-Verteilung für P um das Zentrum K durch N. Ja, wir können also diese Likelihood-Funktion interpretieren oder beschreiben als eine Gauss-Verteilung für P um das Zentrum K durch N. Das ist jetzt hier für diese Stichprobe 0,6, 60 durch 100, mit einer Breite. Ja, und diese Breite, das ist ja gerade die Genauigkeit, mit der ich dann das Delta P, also das P schätze, also mein klein Delta P. Das ist dann die Wurzel aus P mal 1 minus P durch N, also die Wurzel aus diesem Ausdruck im Nenner ohne den Faktor 2. Da können wir jetzt, also da müssen wir jetzt ein bisschen schätzen, ja, weil da kommt jetzt in diesem Ausdruck auf der rechten Seite kommt wieder P vor und das ist ja eigentlich unbestimmt. Aber da können wir einfach sagen, na gut, die Punktschätzung für P, der wahrscheinlichste Wert für P, das ist ja dieses 0,6 und diesen Wert, den setzen wir jetzt da ein. Und dann erhalten wir, und bei all diesen Schätzungen reicht in der Regel auch die Größenordnung. Also das ist okay, dass man da ein bisschen nähert. Da finden wir ein Delta P, ein klein Delta P von der Größenordnung 0,05. Also das so ein bisschen schon mal Analyse von dem Modell B. Und jetzt gehen wir zur Modellauswahl. Also, das ist wieder das, was wir suchen, ja, die relativen Wahrscheinlichkeiten, das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten für die beiden im Raum stehenden Hypothesen A und B im Lichte der Daten. Welche Hypothese ist wahrscheinlicher? Weil diese drei Faktoren auf der rechten Seite, also zunächst einmal die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Hypothesen, die wir jetzt von vornherein zuordnen würden, ohne dass wir dieses Experiment gemacht haben. Und in diesem Fall ist dieses Verhältnis nicht 1. Die beiden Hypothesen sind nicht von vornherein gleich wahrscheinlich. Denn wir wissen aus dem Text, 4 von 5 Prägeanstalten arbeiten fehlerfrei. Wenn wir also jetzt in diesem Land eine zufällige Münze wählen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass diese Münze aus einer Prägeanstalt kommt, die fehlerfrei arbeitet, ist 4 von 5. Also diese obere Wahrscheinlichkeit für A ist 4 Fünftel. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig herausgegriffene Münze von dieser einen Prägeanstalt kommt, die nicht fehlerfrei arbeitet, die mangelhaft arbeitet, ist 1 von 5, ist ein Fünftel. Das heißt, dieser erste Faktor, dieses erste Verhältnis ist 4. Wir haben also von vornherein eine Präferenz für eine fehlerfreie Münze, weil wir wissen, es werden einfach mehr fehlerfreie Münzen hergestellt in diesem Land als mangelhafte Münzen. Dann gehen wir zu dem nächsten Faktor, bei dem es um die Übereinstimmung mit den Daten geht. Also im Zähler haben wir die Wahrscheinlichkeit für die Daten, also für die beobachtete Häufigkeit von Kopf im Modell A. Modell A sagt, die Münze ist fair, Wahrscheinlichkeit für Kopf ist 1/2. Diese Wahrscheinlichkeit, diese Likelihood im Zähler, ist also die Wahrscheinlichkeit für 60 mal Kopf, das sind die beobachteten Daten, bei 100 Versuchen, mit einer fairen Münze, p gleich 1/2. Das können wir ausrechnen mit der, also entweder exakt mit der Binomialverteilung oder genähert mit der Gauss-Verteilung. Das gibt ungefähr 0,01. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit einer fairen Münze bei 100 Würfen 60 mal Kopf bekommen, ist von der Größenordnung 0,01. Im Nenner
haben wir die Wahrscheinlichkeit für diese Häufigkeit, diese beobachtete Häufigkeit im Modell B, wo wir frei sind, weil die Münze fehlerhaft ist und die Wahrscheinlichkeit für Kopf irgendwo liegt zwischen 10 und 90%. Da sind wir jetzt frei, das P optimal an die beobachtete Häufigkeit anzupassen. Und also P0 ist gleich die beobachtete relative Häufigkeit 0,6. Also diese Likelihood im Nenner ist die Wahrscheinlichkeit für 60 mal Kopf bei 100 Würfen und einer an diese Daten schon angepassten Wahrscheinlichkeit für Kopf von 0,6. Und da liefert uns die Binomialverteilung 0,08 ungefähr. Dieses Verhältnis ist also ungefähr ein Achtel. Es ist auf jeden Fall kleiner als 1, das hatten wir ja allgemein besprochen. Favorisiert also das Modell B. Ja, und konkret in Zahlen ausgedrückt, ein Achtel ist ungefähr 0,13. Und dann haben wir noch den dritten Faktor, der dann wiederum das einfachere Modell bevorzugt. War dieses Verhältnis Groß Delta P durch Klein Delta P und dann noch das Wurzel 2 Pi. Groß Delta P, das ist die Breite des erlaubten Bereichs. Für P hatten wir gesagt, ist 0,8. Das war gegeben in der Aufgabenstellung. Klein Delta P ist die Genauigkeit, mit der ich P schätze, auf der Grundlage der beobachteten Häufigkeit von Kopf. Das hatten wir abgeschätzt mit 0,05 ungefähr. Wenn wir das einsetzen, bekommen wir für diesen Ockham-Faktor einen Wert, der ist auf jeden Fall größer als 1, spricht also für das einfachere Modell, für die einfachere Hypothese und konkret in Zahlen ungefähr 6,4. Wenn jetzt nur mal die beiden letzten Faktoren miteinander multiplizieren, also die Abwägung Genauigkeit versus Einfachheit, ja, 0,13 mal 6,4, das gibt ungefähr 0,83. Das ist schon ziemlich nah an 1. Also wenn wir nur diese Information hätten, nur diese beiden letzten Faktoren, könnte man eigentlich keine eindeutige Präferenz formulieren für eines der beiden Modelle. Also da würde man sagen, weil da ja auch eine ganze Reihe von Näherungen und Abschätzungen mit drin stecken, das ist von der Größenordnung 1 und beide Hypothesen sind ungefähr gleich wahrscheinlich. Wir können uns da nicht wirklich entscheiden. Interessant ist, dass in diesem Beispiel der erste Faktor, die 4, letztlich den Ausschlag gibt. Ja? Also wenn wir alles zusammen multiplizieren, bekommen wir ungefähr 3, etwas mehr als 3. Also die Hypothese A, dass das doch eine faire Münze ist, ist rund dreimal wahrscheinlicher als die Hypothese B, dass es eine mangelhafte Münze ist. Und der wesentliche Faktor, der sozusagen Hypothese A so über die Ziellinie gebracht hat, das war dieser erste Faktor. Die 4. Also in diesem Fall hat unser Vorwissen über die Anzahl der Prägeanstalten und über die Anzahl der produzierten Münzen den Ausschlag gegeben und uns letztlich dazu bewogen, die Hypothese zu bevorzugen, dass es dann doch eine faire Münze. Wir können jetzt aufgrund dieses Resultats auch noch, also was wir jetzt ausgerechnet haben, ist das Verhältnis der beiden Wahrscheinlichkeiten. Wir können dieses Verhältnis dann auch noch nutzen, um die Einzelwahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Wir können nämlich sagen, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder die Münze ist fair,
Die ist perfekt oder sie ist mangelhaft. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Also, die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Modelle, für die beiden Hypothesen, die müssen sich zu 1 addieren. Ja? Die schließen sich gegenseitig aus und sind gleichzeitig die beiden einzigen Möglichkeiten. Also die Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten muss 1 sein. Jetzt haben wir oben herausgefunden, die Wahrscheinlichkeit für Hypothese A ist ungefähr dreimal so groß wie die Wahrscheinlichkeit für Hypothese B. Wenn wir das einsetzen, dann bekommen wir eine Gleichung. Viermal die Wahrscheinlichkeit für B ist 1. Also die Wahrscheinlichkeit für Hypothese B ist ungefähr ein Viertel, also 25%. Und entsprechend die Gegenwahrscheinlichkeit für Hypothese A ist dann ungefähr 75%. Dieser letzte Teil, das dürfen Sie nicht immer machen, denn es kann Fälle geben, wo es mehr als nur zwei rivalisierende Hypothesen gibt. Also es gibt auch Situationen, da haben Sie eine Hypothese A, eine Hypothese B, außerdem noch eine Hypothese C und eine Hypothese D. Ja, das heißt, da können Sie mit der Analyse oben immer zwei Modelle herausgreifen, miteinander vergleichen, das Verhältnis bilden und sagen, welches von diesen zwei Modellen ist wahrscheinlicher. Aber Sie können nicht mehr sagen, die Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten ist 1, weil es über die beiden Möglichkeiten hinaus noch weitere gibt. Manchmal gibt es vielleicht sogar unendlich viele Alternativen. Ja, also dieser letzte Schritt, den wir hier noch gegangen sind, der war möglich, weil es wirklich die zwei einzigen Hypothesen sind in diesem Fall, aber das geht nicht immer. Also was Sie im Allgemeinen nur machen können, ist, dass Sie dieses Verhältnis studieren und sagen, von diesen beiden Modellen, welches ist das Wahrscheinlichere?